Hallo, wir haben euch heute jetzt mal mit auf den Feldberg genommen. Da hat man eigentlich einen super Blick auf den ganzen Taunus, aber. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nebel! Ja, wie man sieht, ist hier richtig toll Nebel. Es sind auch nur, glaube ich, so 3 bis 5 Grad. Aber wir gucken mal, was wir so alles entdecken können, weil manchmal ist es auch echt toll, im Nebel dann durch den Wald zu laufen, der hier rundherum ist. Und wer sich für so ein bisschen Informationen interessiert, einfach mal Pause drücken. Mach nicht so einen Lärm. Ja, Dennis, es wird dann irgendwas reingetreten. Hier oben liegt auch mal gerne Rehkot und so. Und da wälzen sich die Hunde gerne drinne. Ja, bis hierhin noch nicht spannend, aber das kommt vielleicht noch. Ja, das ist jetzt eigentlich so ein Aussichtspunkt auf dem Feldberg. So eine Gesteinsformation, wo man super draufklettern kann. Und dann super eigentlich auf den Taunus runtergucken kann. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wenn du da runterfällst, dann ist dein Kopf kaputt. Da ist eigentlich das ganze Taunustal. Und jetzt sind da überall Wolken und Nebel. Also trotz Nebel finde ich das richtig schön hier oben. Und ohne Nebel ist es wirklich richtig märchenhaft auf dem Feldberg. Vielleicht erkennt man das auch so ein bisschen. Wow, ich stürze hier gerade über Wurzeln. Ich finde irgendwie, dass das Gras und alles hier so flauschig aussieht. Es ist so flauschig. Ich finde es echt richtig märchenhaft. Ja, und irgendwie unterstützt der Nebel das auch ein bisschen, dieses Märchenhafte. Und ich lege mich hier gleich bestimmt hin, weil ich hier auf Wurzeln laufe. Also diese Kombination aus Nebel und Dunkelheit und dann diese wahnsinnig schönen Farben. Viel Moos, langes Gras. Schon schön. Sieht doch echt flauschig aus, oder nicht, der Boden? Als ob wir jetzt auf so einem riesigen grünen Flauschetier uns bewegen. Und da ist ein überwucherter Flauschebaumstamm. Ich möchte mich da einfach immer hinkuscheln. Und komme dann mit ganz vielen Zecken nach Hause.
kenne mich leider überhaupt nicht mit Pilzen aus. Sonst würde ich auch mal welche sammeln. Ja, so schön es hier auf dem Feldberg auch ist, trotz des Wetters, trotz der Kälte, ist hier so viel los, dass die ganze Zeit Menschen hier vorbeikommen, so 2- bis 4er-Grüppchen. Und das ist ja natürlich auch nicht das Schlimme, sondern dass diese Menschen einfach unglaublich viel Lärm machen. Also die einen sind hier mit Walking Sticks lang, so Lärm gemacht. Die Lautstärke, in der sich die Leute unterhalten. Sie gucken auch gar nicht nach links und rechts. Es wird irgendwie nur starr nach vorne geguckt oder einander angeguckt, weil sie sich auch die ganze Zeit unterhalten. Aber nicht über schöne Dinge in der Natur, sondern über ja, den Job, Nahverkehr, was weiß ich was. Ja, ich muss sagen, ja. Ich finde es schöner, wenn ich allein bin in der Natur oder wenn ich jemanden dabei habe wie Dennis, der auch einfach mal das mit mir genießen kann und auch einfach mal die Klappe halten kann. Die nächste Generation Bäumchen. Endlich mal einen Moment der Stille hier. Ohne Radfahrer, ohne Kindergebrüll. Die Luft ist total schön, angenehm. So ein bisschen feucht und kalt, aber sehr frisch. Ja, und also sieht man meine Hände, wie rot die sind? Nee, ne? Handschuhe vergessen. Wenn ihr sehen könntet, wie schön das hier gerade ist. Ich hoffe, dass man das halbwegs mitbekommt über die Kamera. Aber wir sind hier, stehen hier so in der Kälte und es ist neblig um uns herum und überall um uns herum ist dieses Blätterdach. Richtig schön. Ich gehe mal hier drunter und guck mal nach oben.
Das Tolle ist, wenn man so schräg nach oben oder nach oben guckt, dann sieht man einfach nichts. Stille. Naja, und Menschen, die herumlaufen und die ganze Zeit reden. Welcome to Silent Hill. Dosch ist schlimmer wie Harmweh. Ja, so ein kleiner Touristentipp. Wenn ihr mal hier seid am Feldberg oder im Taunus, dann auf jeden Fall mal auf den Feldberg hochfahren. Lohnt sich Sommer wie Winter. Allerdings ist im Sommer hier echt die Hölle los. Ja, der Feldberghof ist hier oben, so dieses Restaurant, Café, wo man dann noch ein bisschen was trinken kann, was essen kann. Und früher war ich überhaupt nicht überzeugt hiervon, aber mittlerweile hat vielleicht der Besitzer gewechselt, ich weiß es nicht. Es ist wirklich echt liebevoll gestaltet, die Karte. Und ja, netter Service, die Preise sind auch okay. Natürlich, ja, es ist ein Touristenausflugsziel, also sind es natürlich nicht günstig. Aber früher war es viel schlimmer und man bekommt wirklich angemessene Portionen. Es schmeckt echt gut. Ja, wir haben uns jetzt noch ein bisschen mit warmen Getränken und so gestärkt und werden uns jetzt auf den Rückweg begeben. Und ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Bis bald.